Hallo? Hallo, Sie haben die Helpline angerufen. Was kann ich für Sie tun? Ich ertrage es nicht mehr. Er ist überall. Egal, wo ich hinschaue. Ja, ich kann das nachvollziehen. Haben Sie die üblichen ZTL-Maßnahmen schon getroffen? Ja, ja. Zeitung abbestellt, Internetkabel durchgeschnitten und ich schaue keine Late-Night-Shows mehr. Okay, das ist schon mal gut. Nichts ist gut. Er ist überall. Er ist in meinem Garten. Donald Trump steht bei mir im Garten. Nein, er guckt mich an. Er kommt immer näher. Er hat doch was Böses vor. Beruhigen Sie sich. Tun Sie mal tief ausatmen, ganz ruhig. Das ist sicher mühsam, aber kein Weltuntergang. Machen Sie alle Fenster und Türen zu. Er ist ja noch nicht in der Wohnung. Doch, hier ist er auch bereits. Der Trump ist Ihre Wohnung. Sind Sie sicher? Natürlich, diese Haare, ich erkenne den Typen doch. Nein, er schmiert Znüni-Brote für meine Kinder. Das ist ja ekelhaft. Und er ist so verdammt gut drauf. Ja, das ist doch gut. Jemand muss es ja machen. Das ist doch nicht der Punkt! Das ist doch nicht normal! Jetzt reissen Sie sich am Riemen. Lassen Sie den Trump machen. Ziehen Sie sich ganz vorsichtig ins Schlafzimmer zurück. Trinken Sie einen Eierlikör. Ich kann nicht. Was soll das heißen? Er frottiert sich an mir. Ich kann nicht weg. Gut, hören Sie mir ganz genau zu. Das geht vorbei. Wie meinen Sie das? 4 Jahre, maximum 8, wenn es schlecht kommt. Das halten Sie aus. Lernen Sie mit ihm zu leben. In ein paar Monaten werden Sie sich daran gewöhnt haben. Wirklich? Nicht aufgeben. Das kommt gut. Ich glaube an Sie. Oh, vielen Dank. Danke für Ihre Hilfe. Ist gern geschehen. Ade. Hallo? Sie haben die Trump-Helpline angerufen. Was kann ich für Sie tun?